Heute gucken wir uns das erste Futurestars-Team genauer an. Viel Spaß mit unserem Promo-Check. Los geht es mit Bergwijn. Er hat keine große Schwachstelle, sondern überall echt gute Werte für einen linken Flügel. Allerdings sind die Werte in unseren Augen keine 1,2 Millionen Coins wert. Zudem gibt es in der Premier League noch einige andere starke linke Flügel wie Mané oder Rashford, die auch sehr stark sind und deutlich weniger kosten. Als nächstes kommt Barnes. Ein mögliches Problem an ihm sind seine 3-Sterne-Skills. Die restlichen Werte sind aber allesamt sehr stark und ausgeglichen, sodass man ihn in der Offensive wirklich überall spielen kann. Wenn man also sowieso nicht so viel skillt, kann man die Karte auf jeden Fall mal testen, da er auch nur knapp 500.000 kostet. Dest ist ganz klar einer der stärksten Rechtsverteidiger im Spiel. Ihm fehlt es an nichts und er hat dazu noch 4-Sterne-Skills und Weakfoot sowie vernünftige Offensivwerte. Sein einziges Problem könnten seine Arbeitsraten sein. Trotzdem ist er eine richtig starke Karte, die auch nicht unbedingt zu teuer ist. Bleiben wir in der La Liga und kommen zu Isak. Der Stürmer ist einer der günstigsten Karten im Team und unserer Meinung nach auch einer der interessantesten. Auch wenn er nur 150.000 kostet, hat er wirklich starke Werte, 4-Sterne-Skills und sogar noch 5-Sterne-Weakfoot. Da er Schwede ist, kann man ihn vermutlich nur über die La Liga linken, dafür ist er aber dort auch einer der stärksten Stürmer. Kommen wir zu Dalot. Er wird genau wie Reyna und James auch im zweiten Team vertreten sein. Nächste Woche ist Dalot als Rechtsverteidiger im Team, was deutlich interessanter ist, da es mit Theo Hernandez bereits einen Linksverteidiger mit vielen verschiedenen Karten gibt. Der ist zwar teurer, aber auch schneller. Reyna ist diese Woche als Zehner und nächste Woche als rechtes Mittelfeld im Team. Beide Versionen unterscheiden sich zwar minimal, sind aber beide wirklich überragend. Wir hoffen, dass er als RM etwas günstiger wird, da wir die aktuelle Karte für 1,9 Millionen etwas zu teuer finden. Lunin ist der einzige Torhüter der Promo und daher auch die günstigste Karte. Er hat wirklich gute Werte, jedoch sollte man lieber Courtois spielen, wenn man einen Torwart von Real braucht. Nächste Woche werden übrigens auch noch Aufgaben zu Futurestars kommen. Dazu laden wir morgen noch ein Video hoch. Lass also gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Kulusevski ist neben Isak der zweite Schwede der Promo. Auch er hat gute Werte und ist auch nicht viel zu teuer mit ca. 550.000. Wir finden aber, er bräuchte etwas mehr Antritt und Beweglichkeit, um so richtig stark zu sein. Wirklich richtig stark ist allerdings Kamavinga. Der kann eigentlich alles und ist ein perfekter Box-to-Box-Spieler. Er ist mit Abstand die beste Karte der Promo. Allerdings finden wir auch hier den Preis etwas zu hoch, gerade wenn man ihn mit einem Kimmich-Totti vergleicht. Szoboszlai hat richtig starke Werte, auch wenn wir ihn eher zentral als auf außen sehen. Da ist der Preis dann zwar immer noch sehr hoch, aber so gerade vertretbar. Wenn man also ein Bundesliga-Team spielt und ein paar Münzen übrig hat, kann man ihn auf jeden Fall mal spielen. Als letzte Karte haben wir James. Auch wenn er wirklich gute Werte hat, finden wir die 500.000 deutlich zu viel für ihn. Gerade da es in der Premier League einige Alternativen auf der RV-Position gibt. Nächste Woche kommt James als ZDM heraus. Die Karte könnte dann nochmal deutlich interessanter sein. Was sagst du zu dem ersten Futurestars-Team? Schreib uns gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Natürlich freuen wir uns auch noch sehr über ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal.